Hallo und guten Tag, schön, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht um Jesaja 66. Das ist die Bibelstelle, wo die Rede ist von der Wiedergeburt Jerusalems, und zwar zu Pfingsten. Ich lese mal nach dem Text von der Luther 1912. Da steht Jesaja 66, Vers 7. Sie gebiert, ehe ihr wehe wird. Sie ist genesen eines Knaben, ehe denn ihre Kindsnot kommt. Wer hat solches je gehört? Wer hat solches je gesehen? Kann auch, ehe denn ein Land die Wehen kriegt, ein Volk auf einmal geboren werden? Nun hat ja doch Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Das ist ein Bibelvers, der beschreibt die Wiedergeburt Jerusalems vor 2000 Jahren. Damals hat Jerusalem Geburt erlebt, Zion hat Geburt erlebt. Ja? Jerusalem ist wiedergeboren worden zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Und das beschreibt dieser Vers dahingehend, dass er sagt, sie, nämlich die Stadt mit dem Tempel, das sieht man in Vers 6, das ist Jerusalem, das ist Zion, sie hat geboren, ehe sie Wehen bekommen hat. Die Wehen sind eigentlich die Angst der in der Stadt Jerusalem eingeschlossenen Belagerten. Und damals war Jerusalem nicht belagert, zur Zeit der Apostelgeschichte. Es gab den römischen Frieden, ja, die Römer waren im Land, aber es gab kein aktuelles Kriegsgeschehen. Und davon schreibt dieser Vers hier in Jesaja, sie gebiert, ehe ihr Wehe wird. Das heißt also, Zion hat Kinder geboren, bevor sie die Wehen bekommen hat. Und der Prophet fragt, wie kann das sein? Ja, wer hat solches je gehört, wer hat solches je gesehen? Naja, wir haben das gehört und gesehen, wir Christen. Wir feiern ja zu Pfingsten die Ausgießung des Heiligen Geistes in Jerusalem. Und das ist in diesem Vers hier in Jesaja vorhergesagt. Jetzt hat mich ein Bruder darauf hingewiesen, dass Luther hier schreibt im zweiten Teil des Verses 8, nun hat ja doch Zion ihre Kinder ohne Wehen geboren. Das aber in anderen Bibelübersetzungen, zum Beispiel in der Elberfelder Bibel, da steht, denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Das widerspricht sich ja zunächst mal. Ja? Also wenn man das so sieht, der Luther, der übersetzt, Zion hat ihre Kinder ohne Wehen geboren, und die Elberfelder übersetzt, Zion hat Wehen bekommen, also jetzt mit oder ohne Wehen. Ja? Und wenn man sich die verschiedenen Bibelübersetzungen mal ansieht, dann ist es tatsächlich so, dass nur Luther das so übersetzt. Ja? Das sieht man in der 12er Luther, das sieht man auch in der Lutherbibel von 1545, letzte Hand, blende ich euch hier mal ein. Ihr seht, der Luther hat das sehr umständlich umschrieben. Ich glaube, dass der sehr große Probleme hatte bei der Übersetzung dieses kleinen Wörtchens, was dort verwendet wird im Hebräischen, zeige ich euch aber gleich nochmal im Detail. In allen anderen Bibelübersetzungen, egal welche ihr da nehmt, also ich habe zumindest in allen, die ich jetzt mir angeschaut habe, und das sind doch einige, ich zeige euch auch gleich so 5, 6, 7 verschiedene Übersetzungen, wo man das sehen kann. In allen anderen Übersetzungen wird eigentlich so übersetzt, auch wie in der Elberfelder Bibel. Ich zeige euch mal kurz hier, wie die neue evangelistische Übersetzung das übersetzt. Die macht das auch sehr gut. Die sagt, noch ehe die Frau ihre Wehen bekam, hat sie schon geboren. Noch ehe sie Geburtsschmerzen empfand, hat sie einen Jungen entbunden. Wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen? Wird denn ein Volk auf einen Schlag geboren? Wird ein Land bevölkert an einem einzigen Tag? Doch so wird es Zion ergehen. Kaum spürt sie die Wehen, schon sind ihre Kinder da. Das finde ich eine schöne Übersetzung, weil eigentlich kann man sagen, Jerusalem bekommt Wehen, aber nur ganz kurz. Ja, die sind also so kurz, dass plötzlich schon die Kinder da sind. Und ich glaube, dass das von der letzten Zeit spricht, dass hier beide Pfingstereignisse, wenn man so sagen will, also beide Geburten Jerusalems in diesem Vers zusammengefasst sind, oder in dieser Passage in Vers 7 und Vers 8. Und zwar einmal, noch ehe die Frau ihre Wehen bekam, hat sie schon geboren. Noch ehe sie Geburtsschmerzen empfand, hatte sie einen Jungen entbunden. Das ist Vers 7. Also es steht ganz deutlich, ehe Jerusalem Wehen bekommen hat, hat sie schon entbunden. Das bezieht sich auf die Zeit vor 2000 Jahren, als Jerusalem Wiedergeburt erlebt hat, ohne belagert gewesen zu sein. Ja, Zion hat geboren, ohne dass sie Wehen bekommen hat. Und hier in diesem Vers 8, da steht, kaum spürt sie die Wehen, schon sind ihre Kinder da. Also so, als ob die Wehen gerade mal erst so eingesetzt sind und schon ist Wiedergeburt geschehen, nämlich in der Endzeit, wenn Jerusalem wiedergeboren wird.
Wie gesagt, Luther übersetzt hier anders. Ich lese die Lutherbibel, die 1912er Lutherbibel. Ich wollte das auch gerne noch nachreichen, weil das, glaube ich, auch wichtig ist, weil viele vielleicht eine Elberfelder Bibel haben oder eine Schlachterbibel oder eine Menge Bibel oder was es da so auch gibt auf dem Markt. Die neueren Luther-Übersetzungen übersetzen auch so, dass sie sagen, Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren oder so ähnlich, ja. Es kann sein, dass Luther mit diesem hebräischen Wort ein Problem gehabt hat bei der Übersetzung. Es ist wohl auch bekannt, dass Luther von Thüringen aus, wo er die Bibel übersetzt hat, Kontakt hatte mit Reuchlin hier in Pforzheim. Reuchlin war ein Hebräischgelehrter, der hatte die größte hebräische Bibliothek damals, zur damaligen Zeit, ich glaube sogar in Europa. Und Luther hat sich mit dem immer abgestimmt, wenn es um Übersetzungsthemen ging. Und dieses kleine Wörtchen, was da verwendet wird, das hat eine sehr breite Bedeutungsbreite. Und die neueren Übersetzungen haben das wohl genauer eingrenzen können. Das gibt es schon mal, ja, dass alte hebräische Wörter in der Bibel nur einmal vorkommen und dass vielleicht durch neuere Funde oder durch sprachwissenschaftliche Untersuchungen die Bedeutung dann besser eingegrenzt werden kann. Was ich hiermit sagen will, ist nur, dass wir hier in diesem Vers beide Ereignisse auf einmal haben. Und ich schlage vor, wir gehen mal einfach in die Bibelübersetzungen rein und in den Grundtext und schauen uns mal an, was da geschrieben steht. Das ist, glaube ich, sehr spannend. Ich wünsche viel Gewinn und Gottes Segen dabei. Schauen wir uns zunächst mal hier den Text im Grundtext an. Ich vergrößere den mal etwas, damit man das besser sehen kann. Ja, so könnte es gehen. Das ist der Vers 8 in Jesaja 66. Who has heard such as this? Wer hat so etwas je gehört? Who has seen these things? Wer hat solche Sachen gesehen? Shall be made to give birth the earth in day one? Wird die Erde, wird ein Land auf einmal geboren werden? Or shall be born a nation time one? Oder soll eine Nation auf einmal geboren werden? For was in labor as soon as she gave birth Zion to her children. Denn sie kam in Wehen, und sobald sie in Wehen kam, also kaum, dass sie in Wehen kam, gab Geburt Zion ihren Kindern. Ja, das ist dieses as soon as, dieses gam. Das ist das, was in den Bibeltexten übersetzt wird. Kaum in Wehen hat sie und seine Kinder auch schon geboren. Und das schauen wir uns mal in diversen Bibelübersetzungen an. Ja, das wäre unser Textvergleich. Wir haben hier die Lutherbibel von 2017. Die schreibt, wer hat solches je gehört, wer hat solches je gesehen, ward ein Land an einem Tag geboren? Ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen? Kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Also das ist hier nicht ehe sie in Wehen kam, hat Zion ihre Kinder geboren, sondern kaum in Wehen, also kaum, dass sie belagert wird, schon hat Zion Wiedergeburt erlebt. Das ist das, was die Lutherbibel 2017 schreibt. Ganz ähnlich auch hier die Einheitsübersetzung von 2016. Da steht, doch Zion kaum in Wehen hat schon ihre Kinder geboren. Also als ob das so schnell geht und so unerwartet. Also Jerusalem wird zwar angegriffen, aber es wird nicht mal erobert, sondern es wird nur belagert. Und kaum kommt Zion in Wehen, wird die Stadt schon wiedergeboren werden. Das geht in einem Nu, das geht unerwartet, das geht plötzlich wie eine Sturzgeburt, kann man fast sagen, ja. Dann hier die Elberfelder Bibel, die schreibt, denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Mal schnell wegdrücken hier. Denn Zion bekam Wehen und gebar auch schon seine Söhne. Also dieses schon wird hier in anderen Übersetzungen nach vorne gezogen. Das ist hier dieses kaum, das wird hier als schon übersetzt. Ja, das geht so unerwartet schnell. Kaum, dass sie in Wehen ist, schon werden die Söhne geboren oder die Kinder geboren. Dann die neue evangelistische Übersetzung, die übersetzt auch sehr gut hier. Doch so wird es Zion ergehen, kaum spürt sie die Wehen, schon sind ihre Kinder da. Also das deutet eigentlich auch schön an, wie abrupt diese Geburt kommen wird, diese Wiedergeburt Jerusalem. Also kaum spürt sie die Wehen und schon sind die Kinder da. Also es wird gar keine langen Wehen geben.
Das widerspricht auch so ein bisschen dem, was immer wieder auch gepredigt wird, dass diese Wehen endzeitlich wären und die Wehen des Messias wären. Das ist eigentlich ein talmudischer Ausdruck. Das ist keine biblische Formulierung, die Wehen des Messias. Das kommt aus dem Talmud, kommt aus dem Judentum. In der Bibel ist diese Formulierung nicht vorhanden. Und wir sehen hier an Jesaja 66, dass hier steht, dass das ganz schnell geht. Es sind keine Wehen, die seit der ersten Alija im 19. Jahrhundert, also ausgehenden 19. Jahrhundert, 20. Jahrhundert und jetzt 21. Jahrhundert so Stück für Stück kommen würde, bis die Presswehen kommen und dann irgendwann irgendwas passiert, ja, aber man weiß auch nicht genau, was nach den Presswehen kommen soll. Irgendwie soll dann die Endzeit anbrechen, also man denkt das auch nicht zu Ende, was da formuliert wird. Wenn eine Frau in Wehen kommt, dann wird ein Kind geboren, so wie das hier in Jesaja 66 und auch an vielen anderen Stellen in der Bibel steht. Aber man bringt das überhaupt nicht in Verbindung mit der Wiedergeburt der Stadt Jerusalems oder mit der neutestamentlichen Wiedergeburt überhaupt. Das sind irgendwelche Wehen, die als Kriege und teure Zeit und Seuchen ausgelegt werden, so wie das im Neuen Testament ja auch steht, in den Endzeitreden Jesu. Allerdings darf man nicht vergessen, dass in den Endzeitreden Jesu auch ganz oft von Wehen und von Geburt die Rede ist. Jesus sagt nämlich, dass teure Zeit sein wird, dass man hören wird von Kriegen und Kriegsgerüchten und von Seuchen und von Erdbeben. Und dann sagt Jesus, das alles ist der Anfang der Wehen und das alles sind Vorboten für die kommende Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit. Und das wird hier auch in Jesaja 66 schon angedeutet. Dann mal hier die Schlachter 2000. Da steht, denn Zion hat Wehen bekommen und zugleich ihre Kinder geboren. Dieses zugleich ist dasselbe Wort wie hier vorne, das schon, na, das springt mir hier immer auf, oder dieses kaum, ja, kaum in Wehen. Das ist die gleiche Formulierung auch hier in der Schlachterbibel, zugleich, ja. Also schon, zugleich, kaum, das sind die Formulierungen, die hier verwendet werden. Und dann zum Schluss nochmal die Züricher Bibel, die übersetzt ebenfalls kaum in Wehen hat Zion ihre Kinder auch schon geboren. Das drückt es eigentlich sehr schön aus, ist sehr ähnlich auch wie in der evangelistischen Übersetzung, drückt dieses plötzliche Aufkommen der Wehen, also unerwartet und schnell, so wie Paulus auch schreibt, es wird ein Ruf sein, Friede, Friede, es hat keine Gefahr und dann wird sie das Unheil schnell übereilen, wie die Wehen eine schwangere Frau. Ich glaube, dass Paulus diese Stellen kannte aus Jesaja 66 und die auch verstanden hat. Das würde dann bedeuten, dass wir in diesen Versen hier beide Ereignisse haben, und zwar einmal von vor 2000 Jahren zu Pfingsten, die Geburt, die Wiedergeburt Jerusalems zu Pfingsten, ohne Belagerung, ja, das ist Vers 7, ehe sie Wehen bekommt, hat sie geboren. Jetzt ist die Frage, wer denn? Naja, die Stadt Jerusalem, ja. Hier steht ja, horch Lärm aus der Stadt, horch vom Tempel her, horch der Herr vergilt seinen Feinden. Also hier geht es ja um eine Stadt mit einem Tempel und das ist Jerusalem. Und dann geht es hier weiter, ehe sie, nämlich Zion, ehe Jerusalem Wehen bekommt, hat sie schon geboren. Ehe sie in Kindsnöte kommt, hat sie einen Knaben geboren. Das ist Pfingsten, ja, Geburt ohne Wehen. Und dann kommt Vers 8, wer hat solches je gehört, wer hat solches je gesehen, ward ein Land an einem Tag geboren, ist ein Volk auf einmal zur Welt gekommen, kaum in Wehen hat Zion schon ihre Kinder geboren. Also dieser Vers spricht dann von der endzeitlichen Wiedergeburt, wenn Jerusalem belagert wird und in einem Nu zur Wiedergeburt kommt. Ja, das ist ein interessantes Ergebnis, wie ich finde, dass man sagen darf, dass man beide Ereignisse in dieser Passage drin hat. Also mir war bekannt, dass das in anderen Bibeln auch so übersetzt ist, aber jetzt durch die Anregung von dem Bruder habe ich mich nochmal mit dem Thema beschäftigt. Und muss sagen, also man kann das so eigentlich sehen. Ich denke, das ist auch gedeckt von den Bibelübersetzungen, die wir haben. Man kann also sagen, Vers 7 beschreibt die Wiedergeburt Jerusalems ohne Wehen, halt zu Pfingsten vor 2000 Jahren. Und Vers 8 beschreibt die Wiedergeburt Jerusalems in der Endzeit,
wenn Jerusalem dann belagert wird, wenn die Bevölkerung dann in Wehen kommt. Aber das geht so schnell und so kurzfristig, dass Jerusalem in kürzester Zeit zum Glauben an Jesus Christus findet. Das ist etwas Schönes. Ich freue mich darüber und kann nur sagen, alles, was im Neuen Testament steht, das ist im Alten Testament schon angelegt. Und wie auch schon gesagt, es wird einfach deutlich, dass diese Auslegung der Geburtswehen des Messias nicht anzuwenden ist auf die Themen, die wir da im Neuen Testament speziell auch in den Endzeitreden Jesu lesen. Es geht dort um eine ganz bestimmte Art von Wehen, nämlich die Wehen der Tochter Zion in der Endzeit, wenn Jerusalem in der letzten Zeit angegriffen wird und wiedergeboren wird. Und zwar ganz schnell. Das geht hoppla hopp eigentlich, ja, wie eine Sturzgeburt. Dann kommt Jerusalem zum Glauben an Jesus Christus. Das ist etwas, was sehr umstritten ist, ja, was auch immer wieder angesprochen wird und auch kritisiert wird. Viele sagen dann, ich habe das kurz in Telegram auch geschrieben, vor ein paar Tagen, viele sagen mir, ja gut, aber in Römer 11 steht ja, ganz Jerusalem wird gerettet werden. Das muss man im Zusammenhang sehen. Ich habe da auch schon ein Video drüber gemacht, ein ausführliches Video. Viele werfen mir dann vor und sagen, du sprichst immer nur davon, dass Jerusalem wiedergeboren wird, aber ganz Israel wird auch gerettet. Und dann verweise ich immer darauf, dass Paulus sagt, ja, ganz Israel wird gerettet werden, denn zu Zion wird kommen ein Erlöser, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Paulus zitiert dort Jesaja 59, das muss man unbedingt beachten. Er zitiert eine ganz bestimmte Bibelstelle aus diesem Jesaja-Zyklus, wo ich auch ein Video schon drüber gemacht habe. Und er beschreibt dort halt, dass ganz Israel gerettet wird, und zwar vom Antichristen, und zwar in der letzten Zeit. Warum? Weil er ja Jesaja zitiert und da steht, ein Erlöser wird kommen zu Zion, der da abwende das gottlose Wesen von Jakob. Der Erlöser ist nur einer, ja, das ist unser Herr Jesus Christus. Der ist zweimal nach Zion gekommen und zwar einmal vor 2000 Jahren. Das kann Paulus in Römer 11 aber nicht gemeint haben, weil das schon über 20 Jahre dann vorbei gewesen ist. Er beschreibt da dort auch die Zukunft Israels und er weiß aus Jesaja 59, dass der Erlöser nochmal zu Zion kommt, nach Zion kommt oder aus Zion kommt. Und das beschreibt er halt in Römer 11 und das ist das Ereignis, wenn Jesus in Macht und Herrlichkeit wiederkommt auf dem Ölberg. Ja? Also Christus kam zweimal nach Jerusalem, einmal vor 2000 Jahren in Niedrigkeit und in der Endzeit wird er kommen in Herrlichkeit und dann auf den Ölberg. Und wenn Christus dann kommt, dann wird er ganz Israel retten oder das, was von Israel dann noch übrig ist, ja? Vom Antichrist und von den Belagerern. Denn alle Völker werden versammelt werden im Kidrontal um diese Stadt Jerusalem. Und dann kommt Christus in Herrlichkeit auf den Ölberg herab. Das bedeutet also, wenn man Römer 11 zitiert, dann spricht man vom Ende der 70. Jahrwoche. Ja, das ist, wenn Christus auf den Ölberg kommt, das ist direkt und unmittelbar vor dem tausendjährigen Reich. Ja, wenn er kommt, sein Volk befreit und das tausendjährige Reich aufrichtet. Also Ende der 70. Jahrwoche, / Anfang des tausendjährigen Reichs. Zweite Wiederkunft Christi. Ja. Ich rede aber vom Anfang der 70. Jahrwoche, denn dieses Ereignis der Wiedergeburt der Stadt Jerusalem liegt am Anfang der 70. Jahrwoche. Noch genauer gesagt, wird mit dem Ereignis der Wiedergeburt Jerusalems die 70. Jahrwoche beginnen. Und zwar taggenau, ja, weil die dann dort wiedergeboren sind, die werden 1260 Tage lang das Evangelium aus der Stadt Jerusalem der ganzen Welt verkündigen. Ja. Zwei brennende Fackeln, die Welt erleuchten. Ja. Also das ist das, was man beachten muss, wenn man da Römer 11 gegenstellen will. Da muss man verstehen, dass Römer 11 vom Ende der 70. Jahrwoche spricht, während ich vom Anfang der 70. Jahrwoche spreche. Und es wird auch daran deutlich, wie unscharf oft die Kenntnisse sind über die eschatologischen Zusammenhänge. Das kann man relativ schnell entkräften, wenn man sich dem Text dann nochmal zuwendet und das dann auch in Verbindung stellt. Ich wollte das hier nur ergänzen, weil das ein oft genannter Einwand ist, der auch verständlich ist, ja, auf den ersten Blick zumindest. Aber wenn man genauer hinschaut, sieht man, dass das zwei verschiedene Ereignisse sind. Also das eine ist nach der 70. Jahrwoche und das andere ist direkt am Anfang. Aber zurück hier zum Thema, das wollte ich ebenfalls nur kurz hier nochmal ergänzen. Auch ich habe immer wieder meine Luther 1912 verwendet hier und ich glaube, das ist auch etwas, was jetzt nicht der Lutherbibel irgendwo
abträglich sein sollte, sondern es kann sein, dass im Lauf der Sprachforschung diese alten Hebraismen, das hat es öfter gegeben, ja, da gibt es auch sicher einen ganzen Strauß voll Beispiele, wo bestimmte Vokabeln im Lauf der fortschreitenden Untersuchung der Schriftrollen, die man hat, und auch der antiken Schriftstücke, dass man dann die Bedeutung enger eingrenzen kann, ja. Also ich denke, man darf hier mit Fug und Recht sagen, dass beide Ereignisse hier erwähnt sind. Einmal gebiert Zion, ehe ihr wehe wird, und einmal gebiert Zion, wenn ihr wehe wird. Und wenn diese endzeitlichen Wehen einsetzen, dann wird das ganz schnell gehen. Ja? Aber mit irgendwelchen Geburtswehen des Messias hat das nichts zu tun. Der Messias ist schon geboren worden, und zwar von der Jungfrau Maria vor 2000 Jahren. In der Endzeit wird ein Überrest wiedergeboren werden, der gehört zu diesem Immanuel. Ja? Das ist nämlich eins, Christus und die Gemeinde. Und deswegen laufen die Prophetien da ineinander, wenn man so sagen will. Aber damit möchte ich schließen. Ich danke sehr fürs Einschalten, wünsche euch alles Gute, Gottes Segen und bis bald.